Bata Ilic, richtiger Name Bata Ilic, Bata Ilic, geboren am 30. September 1939 in Belgrad, Jugoslawien, ist eine berühmte deutsche Popsängerin jugoslawischer Herkunft. Bata Ilic, der Sohn eines Steuereintreibers, wuchs in einer einfachen Familie voller Leidenschaft für Musik auf. Schon in jungen Jahren zeigte er Interesse an Kunst und Musik, was den beruflichen Weg prägte, den er sein ganzes Leben lang verfolgen sollte. Nach dem Schulabschluss studierte Bata Ilic weiterhin Literatur, Englisch und Italienisch. Anschließend wurde er 2 Jahre lang Lehrer. In dieser Zeit lernte er den Musiker Andreas Triffen kennen, mit dem er die Band Bata Ilic Band gründete. Andreas Triffen ist nicht nur Schlagzeuger der Band, sondern auch finanzieller Unterstützer, der Band Auftritte an vielen Orten ermöglicht. Diese Beziehung zerbrach jedoch 1961, als Triffen beschloss, neue Möglichkeiten in Frankreich zu ergreifen und Bata Ilic seine Heimat nicht verlassen wollte, um nach Lille zu gehen. Nach einem Auftritt in der amerikanischen Botschaft in Belgrad erhielt Bata Ilic 1963 mit seiner neuen Band, Grandpa's Whites, einen Auftritt im amerikanischen Club Twister in Bad Kissingen. Dies war ein großer Wendepunkt in seiner musikalischen Karriere und eröffnete ihm zahlreiche Möglichkeiten, in anderen Clubs in Bad Hersfeld, Poppenburg, Fulda und West-Berlin aufzutreten. Diese Tourjahre halfen ihm, seine Auftrittsfähigkeiten zu verbessern und wertvolle Erfahrungen in der Musikindustrie zu sammeln. Eine zufällige Begegnung im Mai 1966 bei einem kleinen Musikfestival in Bern brachte Andreas Triffen und Bata Ilic wieder zusammen. Obwohl die beiden von Juni bis August desselben Jahres einige Male gemeinsam in Süddeutschland auftraten, konnten sie kein langfristiges Musikprojekt aufrechterhalten. 1967 nahm Bata Ilic seine erste Platte auf und schon ein Jahr später hatte er seine ersten Charthits wie Blindfolded und Shoes as Heavy as a Stone. Seine Musikkarriere begann zu blühen. Den Höhepunkt von Bata Ilics Karriere erreichte 1972 der Hit Michaela, ein Lied, das schnell zu einem Phänomen in den Musikcharts wurde. Dieses Lied brachte seinen Namen in den Vordergrund und verhalf ihm zu Auftritten in vielen berühmten Musiksendungen, darunter auch in der ZDF-Hitparade. Er spielte und spielte seine Lieder auch im Film Blue Blooms The Genshin von 1973 sowie in der Single As Long As I Live. In den 1970er und frühen 1980er Jahren setzte Bata Ilic seine erfolgreiche musikalische Karriere fort und wurde zu einem der beliebtesten Sänger der Popmusik. Doch Anfang der 1980er Jahre begann die Karriere von Bata Ilic zu stagnieren. Der Wandel auf dem Musikmarkt und das Aufkommen vieler neuer Musikgenres ließen seinen Namen allmählich in Vergessenheit geraten. Obwohl er weiterhin auftrat und komponierte, erfuhr er nicht mehr die gleiche Aufmerksamkeit und Liebe wie zuvor. Dies war eine schwierige Zeit für Bata Ilic, da er mit beruflichen Veränderungen und psychologischen Herausforderungen konfrontiert war. Diese Jahre hinterließen bei ihm viel Trauer und Enttäuschung, da er akzeptieren musste, dass seine Karriere nicht mehr dieselbe war wie zuvor. Im Alter von 84 Jahren sprach Bata Ilic endlich über die Traurigkeit, unter der er viele Jahre gelitten hatte. Er gab zu, dass Misserfolge in seiner Karriere ihn einsam und traurig machten. Er teilte mit, dass seine Musikkarriere ihm nicht nur Momente des Ruhms, sondern auch Tage voller Herausforderungen und Leid beschert habe. Einst fühlte er sich verloren angesichts des ständigen Wandels der Musikindustrie, als alte Werte nach und nach durch neue Trends ersetzt wurden. Bata Ilic gab auch zu,
dass er sich im Alter oft müde und deprimiert fühle. Das Leben macht ihm nicht mehr so viel Freude wie zuvor und Erinnerungen an vergangene goldene Zeiten machen ihn noch trauriger. Er gab zu, dass die größten Enttäuschungen in seinem Leben nicht nur von seiner Karriere herrührten, sondern auch von seinen persönlichen Beziehungen und den Entscheidungen, die er traf. Obwohl er sein Bestes gab, um sich anzupassen und zu überwinden, wurde er manchmal immer noch von Einsamkeit und Leere überwältigt und fühlte sich verloren und elend. Rückblickend auf sein Leben und seine Karriere gibt Bata Illich zu, dass er viele Erfolge, aber auch viele Misserfolge hatte. Er ist stets bestrebt, sich der Musik zu widmen und dem Publikum die besten Produkte zu bieten. Obwohl es Zeiten gab, in denen er aufgeben wollte, hielt ihn seine Liebe zur Musik am Laufen und half ihm, die schwierigsten Zeiten zu überstehen. Auf die Zukunft angesprochen, sagte Bata Illich, er erwarte nicht viel. Im Alter von 84 Jahren hofft er nur noch, seine letzten Tage friedlich und sanft zu verbringen. Er versteht, dass die Zeit auf niemanden wartet und er möchte die verbleibenden Momente mit seiner Familie und engen Freunden genießen. Bata Illich liebt weiterhin Musik, er kennt aber auch, dass es im Leben nicht nur um Arbeit geht, sondern auch um ruhige, friedliche Momente, die er wertschätzen muss. Bata Illich ist eine Künstlerin mit einem bunten Leben und vielen Höhen und Tiefen. Obwohl er Schmerzen und Misserfolge erlebte, behielt er seine Leidenschaft für Musik und einen They'll become an accredited investor and they can get access to this type of stuff. And I was like, that is very cool. And so I didn't know 2 years Dad and team had been working on that in the background to figure out how to make that possible. And they finally figured it out, and he writes about it in his book. It's really cool. But that piece of really, really wanting to figure out how do I help the people I love get access to something like this, to support their, you know, retirement and wealth building. There's so much wisdom in what you just laid out. And it sounded to me as well. I don't know if you said it during, I don't think I remember you saying this, but, for people that want to become high performers, sometimes they think that they think that busyness leads to productivity. And what you're kind of saying is the opposite, is slowing down and really thinking through things and being patient. Things, you know, tend to work themselves out when the brain gets a job, like it has something to go to work on. Like you have to focus it on something, but then you have to give it space. My business mentor, who's bought and sold companies for 40 years, he exited his portfolio, made an 11x multiple on his EBITDA and got $110 million cash a few years ago. He told me, if I could tell you every business tool I've learned in 40 years, the most important business tool I have is what he calls thinking time. It's where you take one single question. One question, you write it down, you put 30 minutes on a timer, and you sit with that question, and you just answer that question over and over and over and over again. He said the first 5 minutes, you'll come up with surface level answers. The second 5 minutes, you'll start to get some real good ones. The last probably 10, 15 minutes is where you get the gold, where you really get the good stuff. He said, problem is most people, one, don't ever ask good questions and sit with it. And two, don't sit with it long enough. They'll spend 2 minutes brainstorming and go, yeah, I got the surface. And then they'll go behave on surface level answers instead of the real depth. Name of the book. We've talked about a few. Let me Google the Cal Newton book real quick for people so I could tell them what it was called. Did you say Cal Newton? Yes. Cal Newton. I found one by Cal Newport while you were talking, but I didn't see. Newport. Is it Newport? How to Become a Straight A Student or How to Become a High School Superstar? Deep work. So book number one we talked about by Cal Newport. I'm so sorry I messed up your name, Cal. Was Deep Work. Book number two we talked about was my dad's new one. He just